Geliebter Nachfahre, die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Ich weise dir den Weg.
What?
Oh. 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 Ah. No, no.
Oh. 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 Mom. Oh. Hup. Ah. Oh. Oh. Ah. Hit. Yeah.
Hip. Thank you.
Huh?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Who happened?
Stück. Das schaffen wir, Link. Erledigt. Zwei. Ich bin dabei!
Jetzt ist nur noch eins übrig. Huh?
Thank you.
Los! Thank you.
Tulin, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe, der Ruhm der Orni. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rau, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf, mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat. Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter.
Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen! Oh. Huh?
Mhm. Oh. Mhm.